So, hallo liebe Aufrufer. Sonntag, den 10. Februar 2013, mache ich meine Rekordinspiration. Es werden heute mehr als 10 Beiträge, wobei ich ja immer noch experimentiere über das Format und so weiter und mit einer ganz offenen Zukunft, was mir auch Spaß macht. Ich stehe da nicht unter Druck. Ich habe hier Kai Dickmann von der Bild-Zeitung, den Chefredakteur und Herausgeber von Bild, und den Herausgeber von Bild am Sonntag. Und der ist jetzt nach seiner zweiten Ehe in Amerika, studiert wahrscheinlich mit zu Gutenberg gemeinsam das Datenschutzrecht. Ich lache mich kaputt. Ja, und Franz Walter Steinmeier, das ist ja skandalös, der die Kammermusik nicht vom Open-Air-Konzert unterscheiden kann. Das ist natürlich blöde, wenn man Politiker ist, da muss man schon hart sein. Ja? Und ich will gar nicht über Steinmeier weiter Reklame machen, das ist schon brutalo, ja? Ganz abgebrühter. Aber ohne Sensibilität geht es dem auch nicht. Und das ist dann bei ihm das Doppelproblem. Ich komme jetzt hier zu etwas, was ich schon lange mit mir herumtrage, und zwar zwei Sachen. Einerseits über das Thema Kirchenrecht. Die meisten Leute wissen nämlich nicht zu unterscheiden, was säkularer Staat, die Trennung von Staat und Kirche bedeutet, oder Kirchenstaat oder Gottesstaat, das stellt man sich vor, das sind die bösen anderen, aber was bei uns ist, eben die Trennung des Staates als Rechtsstaat von der Kirche in einer Weise, dass die Kirche mit ihren eigenen Staatsbürgern sklavisch umgehen kann. Die Kirche hat Recht, die Menschen zu entrechten. Die Mitarbeiter der Kirche machen mit der Kirche Binnenverträge, die eigentlich sittenwidrig sind, denn sie setzen das allgemeine Recht aus und setzen an die Stelle absolutes Kirchenrecht. Also die Kirche selbst hat arbeitsrechtlich volle Macht über die Mitarbeiter der Kirche, und das ist natürlich, da ist die Kirche in einer Art Rechtsposition gegenüber den Kirchenmitarbeitern wie der Staat gegenüber Beamten. Ein Kirchenbeamter ist dann kein staatsrechtlicher Beamter, sondern ein Kirchenbeamter. Ich komme dazu. Das wollte ich immer machen. Und zwar habe ich das hier wunderbar, um das nochmal zu zeigen. Hier ist die FAZ vom 9. Februar, von Samstag von gestern, mit der kirchlichen Frau Merkel. Die ist ja Tochter eines evangelischen Pastors. Weiß also Bescheid. Und hier heißt es dann in Osiecki, der Roten Zeitung, die muss ja heute deshalb schon aufgeboten werden, weil heute die rote Kleidung im chinesischen Neujahrsfest sozusagen Reklame weltweite Bedeutung hat. Frohes neues Jahr, liebe Chinesen, ich kann leider nur 15 Worte Chinesisch, die aber keinen Satz ergeben. Und deshalb möchte ich hier von Hartwig Hohnsbein als Autor von Osiecki, der zwei Wochenschrift für Politik, Kultur, Wirtschaft, die zu bundesrepublikanischen Zeiten, die Autoren, die das hier machen, das sind alles schon Leute zwischen 65 und 85, da waren die links von der DKP, also das waren sozusagen nicht Grüne, das waren wirklich fundamental Linke mit großer Sympathie für die DDR und für die SED. Aber es waren vielleicht keine Agenten, ich weiß es im Einzelnen nicht, aber auf jeden Fall seriöse Leute, die auch schreiben können. Hier ist jetzt also 30 Jahre später, da zählt das alles nicht mehr, aber daher kommen die aus dieser Kiste. Hartwig Hohnsbein, hinkendes Streikrecht. Das Gespräch fand vor genau 40 Jahren im Landeskirchenamt Hannover statt. Eigentlich war es aber gar kein Gespräch, sondern ein einschüchterndes Verhör, zu dem die beiden Spitzenjuristen der Landeskirche Hannover den Sprecher der Fachgruppe Kirchliche Mitarbeiter in der ÖTV Kreisverwaltung Hannover und seinen theologischen Stellvertreter, den Verfasser dieser Zeilen, empfingen. Die Fachgruppe war erst kurz zuvor gegründet worden und mit ihren 30 Mitgliedern damals eine winzige Minderheit unter den geschätzten 6.000 kirchlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Großraum Hannover, 6.000. Dennoch, ihr bloßes Dasein beunruhigte die Kirchenleitung, und ihre Forderung, gewerkschaftliche Rechte, zum Beispiel Tarifabschlüsse,
und das Streikrecht auch in den Bereich der Kirche und in ihre sozialen Einrichtungen, Diakonie und Caritas, also evangelische Kirche, Diakonie und Caritas, katholische Kirche, erschien den hohen Herren als ein Angriff auf den höchsten Wert des Luthertums, Luthers Gehorsamsethik. Aber das ist gar nicht Luthertum, das ist auch Altes und Neues Testament, wo wirklich dann ausdrücklich steht, du sollst der Obrigkeit dich unterwerfen. Wer immer das ist. Also nicht Gott, sondern die Obrigkeit deiner Zeit, der sollst du dich auf jeden Fall unterwerfen. Das muss gar nicht von Luther bezogen werden. Das ist schon mittendrin im kirchlichen Menschenbild, im christlichen Menschenbild. Im kleinen Katechismus wird sie in seiner Erklärung zum vierten Gebot mit einfachen Worten festgelegt, die jeder Konfirmand und jede Konfirmandin bis zum heutigen Tag lernen muss, Zitat, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsere Eltern und Herren nicht verachten noch erzürnen, sondern sie in Ehren halten, ihnen dienen, gehorchen, sie lieb und wert haben. Ausführlicher entwickelt Luther im großen Katechismus, der für Lehrer und Pfarrherren geschrieben ist, letztere darauf bis heute amtsverpflichtet, wie der Gehorsam gegen Oberpersonen zu vermitteln ist. Man müsse ihn, so befiehlt er, dem jungen Volk einbläuen. Zitat, wenn es sich dann immer noch nicht daran hält, so solle man es dem Henker und Streckebein gemeint, dem Folterer, überantworten. Ja, das ist Luther. Aber es steht wirklich, diese Unterwerfungspostulat steht in der Bibel, original, auch ohne Luther. Ja. In dieser mittelalterlichen Ständeordnung mit ihrer schwarzen Pädagogik hat eine Gewerkschaft, haben demokratische Rechte, auch das Grundgesetz, GG, in Klammern, keinen Platz. Auch wenn wir in jenem Verhör die Kirchenjuristen auf Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes hinwiesen, Zitat, das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig. Hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Das ist doch ein super Postulat im Grundgesetz unserer Verfassung, aber die Kirche darf es anders machen. Dazu die Rechtsgelehrten der Kirche. Zitat, die Gewerkschaft hat in unserer Kirche nichts verloren. Das sehen unsere Mitarbeiter auch so. Sie fühlen sich in unserer Dienstgemeinschaft sehr wohl. Und zu der Möglichkeit eines Streiks in der Kirche belehrten sie uns, Zitat, wenn sie der wartenden Gottesdienstgemeinde das Abendmahl als Ausdruck ihres Streikes verweigern, dann ist das ein Fall für ein Amtszuchtverfahren. Zitat, wie damals im Jargon kaiserlicher Konsistorialjuristen das Disziplinarverfahren gegen kirchliche Amtsträger noch genannt wurde, Zitat, wir empfangen unsere Aufträge direkt von oben. Wir können dabei keinen Streik dulden. Zitat Ende. Das war die göttliche Botschaft vor 40 Jahren, die die Amtskirchen in langen Rechtsauseinandersetzungen bis in die jüngsten Tage hinein verteidigten. Genau genommen 18 der derzeit 20 Landeskirchen innerhalb der Evangelischen Kirche Deutschlands, EKD. Nun hat das Bundesarbeitsgericht diese Botschaft außer Kraft gesetzt? Teilweise jedenfalls. Am 20. November 2012, hier in Osjetski Nummer 25, das ist das letzte Heft im abgelaufenen Jahr. Am 20. November hat das Bundesarbeitsgericht verkündet, auch den 1,3 Millionen Kirchenbediensteten steht das Recht auf Arbeitskämpfe zu. Nach dem klaren Wortlaut des Artikels 9 Absatz 3 Grundgesetz, was schon zitiert war, konnte es auch gar nicht anders entscheiden. Allerdings, gleichzeitig wurde auch die, Zitat, kirchliche Dienstgemeinschaft, in Klammern dritter Weg, bestätigt, in der die Gewerkschaft nun mitarbeiten kann, dann allerdings das Streikrecht verliert.
Allerdings gleichzeitig wurde auch die kirchliche Dienstgemeinschaft Dritter Weg bestätigt, in der die Gewerkschaft nun mitarbeiten kann, dann allerdings das Streikrecht verliert. So wie die eindeutige Aussage im Grundgesetz Artikel 140 aus Artikel 137 Weimarer Verfassung, es besteht keine Staatskirche. Durch die folgenden Artikel mit erheblichen Privilegien für die Großkirchen fast wieder verschwindet, so dass von einer hinkenden Trennung von Staat und Kirche gesprochen wird, so muss man nun wohl bis auf Weiteres auch von einem hinkenden Streikrecht für kirchliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sprechen. Doch das wird nicht so bleiben. Sie können und werden es in Auseinandersetzungen mit ihren Arbeitgebern nutzen, um deren Herrschaft nach Patronatsherrenart zu erschüttern. Sie werden es nutzen, wenn sie weiterhin in ihrer privaten Lebensführung bevormundet werden, zum Beispiel im Fall einer Scheidung oder wenn sie aufbegehren gegen ungerechte Entlohnung, etwa durch Lohndumping oder die längst überfällige Bildung von Betriebsräten verlangen und so weiter. Das hinkende Streikrecht muss zum Laufen gebracht werden. Dieser Kirchenkampf wäre zugleich ein Beitrag zur Demokratisierung der Gesellschaft, in der es schließlich auch zu einer vollständigen Trennung von Staat und Kirche kommt. Und das wird in unserer schnelllebigen Zeit sicherlich keine weiteren 40 Jahre dauern. Ja, ich stimme dem zu und danke für die Aufmerksamkeit hier aus Ossietzky, dem letzten Heft des vergangenen Jahres, und komme noch mit einem weiteren Beitrag gleich. Danke für den Aufruf.